Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Welt von Mist Survival. Ah, immer wieder schön, wieder hier zu sein. Es gab ein neues Info-Update, Progress-Update. Ich dachte mir, wir schauen mal ganz kurz rein gemeinsam, denn es gibt da doch so einiges, was in Zukunft hineinkommt ins Spiel. Und ich dachte mir, wir starten direkt mal das Spiel und gehen parallel dazu einfach mal auf die Steam-Seite. Also einmal kurz Pause gedrückt, sonst haben wir gleich, während ich hier das Update durchgehe, diverse Vorkommnisse, die wir nicht mitbekommen. So, einmal kurz, genau. 062 Progress Update O2. Okay. Ich gehe erstmal so ganz grob mal so durch, was da so in Zukunft kommt, woran er arbeitet, der gute Rati. Eine Storyline und diverse NPC-Dialoge, neue Mechaniken, feindliche Körperrüstungen, also ein System dafür, verschiedene neue Pfeilarten und eine neue Waffe, der Crossbow. Dann ein Upgrade für ein Rework. Bandit. Okay. Eine neue Art von Banditen. Also auch ein Banditenboss. Ein weiterer Bossgegner im Spiel. Da wird dran gearbeitet. Neben dem Tunnelboss, neben dem Berserker, gibt es jetzt dann also auch noch einen Banditenboss. Wobei der Berserker ja auch noch nicht so wirklich da war. Der muss eigentlich auch noch erstmal bearbeitet werden und ins Spiel gebracht werden. Ja, dann funktionale Quest-Events, dann noch weitere neue Mechaniken. Wir werden ein bisschen runtergehen, dann werden wir auch das eine oder andere dann zu den Punkten hier noch sehen. Neue Charakter- und 3D-Modelle, quasi jetzt hier auch von Berserker. Ja, wir gehen einfach, wir scrollen ein bisschen weiter runter. Storyline und NPC-Dialoge. Mal gucken, was haben wir hier. Okay. Das war einmal so aufgeführt, wenn der Mensch sich quasi infiziert. Zu was er sich dann verwandelt. Ist das so? Ich verstanden. Also die reguläre Infektion, also durch den normalen Nebel. Dann können sich dann halt noch verschiedene Abspaltungen ergeben. Also der Tank, der Hunter, Berserker. Berserker Stage 2. Hunter Stage. Oha. Gibt es da noch weiter? Oh, gibt es da noch verschiedene Alien-Parasiten. Okay. Der Parasit des Aliens, die machen dann noch einen etwas stärkeren Berserk, vermute ich mal. Sirenen. Ja, also es ist also einmal so die grobe Darstellung, wie so die Infektion sich so ausarbeitet. Also warum hier so verschiedene Typen von Gegnern in der Welt herumlaufen. Also das ist einmal die ganz normale Infektion durch den ganzen normalen Nebel ist das Oberste. Und dann, wie gesagt, dann können sich halt noch verschiedene Gegnertypen bilden. Wir haben auch noch mal so eine kleine Grafik dazu. Normal Mensch, so ein Berserker und mit diesem Alien-Parasiten geht's ja noch weiter. Ah. Und die brauchen wahrscheinlich auch eine Menge Munition, wenn man die dann auch in der Welt dann auch findet oder auch leicht herstellen kann, ist das auch kein Thema. So, neue Mechaniken, Gegner haben stärkere Rüstungen. Auch da muss man dann sagen, dann braucht man dann aber auch eine Menge Munition und man muss dann wissen, wo man gerade genau drauf zielen muss. Was einmal weiß. Ja, die Gegner sind immer am besten geschützt.
Man braucht eine Menge Muni. So, neue Pfeilarten. Crossbow. Natürlich sind die verschiedenen Pfeile auch unterschiedlich stark, wie man gerade sehen kann. Hat sich auch schon Mühe gemacht hier mit so einer Tabelle noch. Und eine neue Waffe. Der Crossbow. Eine Armbrust. Hat sich mal wieder ein bisschen orientiert an anderen Games. Die sind ja in anderen Games sehr erfolgreich und beliebt. Wie zum Beispiel bei Sons of the Forest, bei The Infected und ich glaube sogar auch bei No One Survived. Da gab es ja auch einen Crossbow. Dann also auch jetzt ab sofort bei Mist Survival demnächst. Guck mal, hier ist sogar so ein Behälter, so ein Gasbehälter. Okay, was haben wir hier? Weapons Upgrade Rework. Kann man dann hier mal die Waffen mal ein bisschen updaten. Arbeiten. Vielleicht muss man sich dann auch die Crossbow wahrscheinlich dann auch selber aufbauen, vermutlich mal. Weiter wahrscheinlich verschiedene Teile dafür finden oder craften. Ich dann hier nach und nach dann so ein. Und das ist wahrscheinlich der ganz einfache. Dann gibt es wahrscheinlich dann spätere, gepimpte Version. Also dann die neuen Banditen, die neue Banditenverhalten, beziehungsweise der Banditenboss. Auch wieder eine Sniper. Ah, sieht schon krass aus. Er trägt wahrscheinlich eine Menge. Und wahrscheinlich sieht er einen von allen Seiten. Wie das nun mal im Spiel oftmals aktuell schon immer der Fall war. Die Banditen haben alle so Adleraugen, treffen einfach überall. Das muss unbedingt auch bearbeitet werden. So, was haben wir hier? Ah ja, dafür so ein, wenn man ein Camp bereinigt hat, kann man da die Fahne hissen. Ist das Camp ja dann quasi unsers. Schiene Händler. Alpha Mist, Orange Mist. Es gibt verschiedene Mistarten, Nebelarten, scheinbar jetzt auch. Also ein Orange. Das ist die neue Stadt, oder? Das ist doch eine neue Stadt, die ich da sehe. Cool, es gibt also bald eine neue Stadt. Super cool. Das interessiert mich gerade am allermeisten. Möchtest du die dann aber auch dann auch mit Loot versehen? Einfach nur tot. Oha, was denn das? Oh Mann. Ja, also. Oh, da ist er wieder. Der Berserker ist back. Ei, der Strohsack. Und er, also, ja, man benötigt eine Menge Munition. So. Karte. Arbeitet. Von der Funkstation. Das heißt, er arbeitet an den der ehemaligen Beta-Karte. Also grafisch gesehen ist das auf jeden Fall sehr cool. Muss nur sagen, wer Sons of the Forest gespielt hat mit der Engine, da muss man echt schon sagen, wenn man dann wieder im Mist reingeht, ui, also dann, man wird durch The Forest schon verwöhnt. Das Auge wird verwöhnt. Wenn alle Survival Entwickler Survival-Spielentwickler, die Engine benutzen würden wie Sons of the Forest. Ganz ehrlich. Könnt ihr euch vorstellen, Mist Survival mit der Map, mit dem Map-Design, mit der Engine von Sons of the Forest? Wie cool das aussehen würde.
Wahnsinn. Aber mal gucken. Vielleicht kommt da ja noch so etwas ins Spiel. Sie ein geheimes Labor. Orientiert sich natürlich ganz gerne an anderen Spielen. Erinnert mich ein bisschen an Resident Evil. So ein bisschen Resident Evil, ne? Hier der, die Bahn, die wahrscheinlich dann nach unten fährt. Ja, wie gesagt, er orientiert sich sehr gerne an anderen Spielen, ne? Das hat man ja schon öfters mal gemerkt. Ich glaube, hier ist Resident Evil sein Orientierungspunkt. Koop. Okay, man kann also. Geh mal rein ins YouTube-Video. Bitte keine Werbung. Koop-System. Zusammen, zu zweit gegen die Gegner. Ich denke mal. Beobachte mal. Wir beobachten mal. Also Ablenkung wäre nicht schlecht. Also der eine ist hinten, der andere ist vorne. Was ein bisschen verwirrt ist. Mist Multiplayer, es kommt also bald. Alle warten drauf, also viele warten drauf. Weil ich das hier so sehe mit den ganzen Gegnern. Wie schwer die teilweise auch, also wie viel die einstecken, ist, glaube ich, das Spiel in Multiplayer nur so gemacht. Glaube, man sollte, glaube ich, dann immer zusammenspielen, um die ganzen Gegnertypen dann gemeinsam angehen zu können. Beide haben ausreichend Munition. Ich glaube, man sollte das Spiel dann später immer zusammenspielen. Ob das alles dann so auf Anhieb funktioniert, man kennt es ja, diverse Bugs treten immer wieder auf. Gute Rati mag halt auch immer sehr viele neue Dinge, er bringt immer sehr viele neue Dinge rein. Das sehe ich ein bisschen zweiseitig, denke mal so, also es ist immer gut, er hat viele Ideen, sollte aber auch, wie gesagt, erst einmal das Bestehende bearbeiten. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt seine Priorität. Wenn das Bestehende perfekt, nahezu perfekt läuft, dann kann man nach und nach immer wieder ein Neues hineinbringen. Dann wird das auch alles wieder funktionieren. Allein manchmal, wenn man ein neues Spiel beginnt und je nachdem, was man für eine Kiste hat, für einen Rechner, dauert das eine Zeit lang, bis alles geladen hat. Also die Welt drumherum. Das fängt schon dabei an. Das sollte vielleicht ein bisschen schneller laden. Und dann gibt es ein paar Dinge, die funktionieren halt nicht unbedingt verlässlich. Sehr viele Bugs und das Verhalten der Banditen, also dass man die wirklich dann auch anschleichend erledigen kann, ohne dass sie einen bemerken, dass der Headshot, der muss sofort dann wirken, anstatt dass sie oftmals mit einem Pfeil im Kopf auf einen zukommen. Also so eine Kleinigkeiten, das muss alles. Erst einmal, das muss erstmal funktionieren und dann kann er die ganzen Neuigkeiten natürlich dann auch die ganzen neuen Dinge mit reinbringen. Auch er muss einfach unten am Baum anfangen. Das muss der dicke Ast, der dicke Stamm, der muss erst einmal funktionieren. Dann kann er versuchen, nach und nach einen weiteren Ast hineinzubringen. Aber das Fundament muss einfach funktionieren. Nicht immer wieder neu, 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 weil sonst bricht der dicke Stamm, der schon da ist, mal komplett zusammen und ich weiß nicht, ob es dann nochmal reparierbar ist. Ja, mal gucken, was da so noch kommt. Ja. Ich sag, ich spiele parallel auch Sons of the Forest gerade. Wenn ich da in den Himmel gucke, zu den Bäumen nach oben, dann ist da einfach nur ein Wow, ein Wow-Effekt. Wenn ich hier bei Mist Survival hochgucke. Ja. Es ist schon wow, es sieht cool aus. Natürlich spiele ich jetzt gerade mit der angepassten Grafik. Nicht auf Ultra, das ist auch so eine Sache. Bei Sons of Forest ist das so, da spiele ich auch mit Mitteleinstellung. Aber da sieht es aus wie hier zum Beispiel oder bei anderen Spielen auf Ultra. Also da man könnte das schon rein, jetzt glaube ich, einbringen. Andere Engine noch weiter und
Ja, aber wie gesagt, vielleicht kommt das alles noch. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das irgendwann kaputt geht, das Spiel. Also durch das ganze Neue, dass dann der dicke Stamm dann einstürzt. Da habe ich ein bisschen Sorge vor. Aber vielleicht, wie gesagt, er ist noch nahezu alleine in der Familie. Muss ihm ein bisschen Zeit geben. Ja, geben wir ihm die Zeit einfach. Schauen wir mal, was er daraus macht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die neue Stadt. Stadt macht sehr, sehr neu. Also der hat schon wirklich, er hat ja wirklich sehr, sehr gute Ideen. Das kann man ja gar nicht mal so abschlagen. Es sind ja echt coole Ideen, auch das Untergrundlabor. Und ist ja auch kein Problem, wenn er sich dann orientiert. An einem Spiel. Ist ja so. An Days Gone hat er sich orientiert. An The Last of Us hat er sich orientiert. An Resident Evil jetzt aktuell hat er sich orientiert. Ist ja kein Problem. Dann macht man eben dann daraus dann ein weiteres geiles Spiel. Wie Survival war ja immer schon cool. Ich bin ja seit der ersten Stunde großer Fan des Spiels. Hab ja alles miterlebt. Auch das ganze Negative. Aber ich bin ja immer dabei geblieben. Und ich merke ja schon im Facebook, gerade die Fanpage, die wächst ja auch immer weiter. Also die zweitgrößte Fanpage auf Facebook haben wir geschaffen, die internationale Gruppe mit Personen aus allen Teilen der Welt. Also Miss Survival ist ein Spiel, das verbindet verschiedene Personen der ganzen Welt, der ganzen Nationen. Das finde ich schon sehr cool. Das scheint auf jeden Fall vielen Leuten zu gefallen, dieses Spiel und diese Spielmechanik. Dann hoffe ich wirklich sehr, dass dieses Spiel dann nicht irgendwann, ja, zerstört wird durch immer wieder Neues und anstatt das Alte erstmal wieder zu bearbeiten. Ist, was ich meine. Oh, jetzt habe ich es. Sollte gucken, was man macht. Zieh es doch mal an. Dankeschön. Ansonsten ist das Spiel, ich liebe das Spiel einfach. Ein geniales Spiel und ich bin sehr gespannt, was kommt. Und ich werde es weiterhin verfolgen. Mal wieder schön reingehen ins Spiel. Kann einfach nur sagen, gutes Spiel. Die ist cool. Das weg. Alter. Nichtsnutzigen Fahrer. Und hey, sowas wie Gitarre und so, ne? Warum kann man da jetzt nicht jetzt schon drauf spielen? Ich mache doch so viele gerne neue Dinge. Da kann man doch jetzt schon mal irgendwie programmieren, dass man damit spielen kann. Weil Sons of Forest gibt es ja auch eine Gitarre. Da spielt er auch sogar drauf. Sehr cool ist. Aber wie gesagt, es ist alles immer noch Early Access und er probiert immer noch sehr viel rum. Als 2018, da ist es ja neu dazugekommen. Also das Spiel ist ja das erste Mal dann rausgekommen. Die Urversion. Die ich eigentlich vom Feeling her, vom Aussehen her immer noch mehr feier. Es war einfach schön. Es war eine schöne Welt. Vielleicht wäre eine Survival-Welt zu schön, vielleicht. Zum Blumen. Mein Blumen haben wir jetzt auch wieder. Aber es kommt wieder. Es wird wieder die Zeit kommen wie früher. Und die Anfangsblumen. Es gibt noch keinen Mohn, aber früher war es irgendwie, weiß ich nicht, lebendiger, schöner. Ich meine, diese Welt muss ja jetzt nicht so schön sein. Das ist ja der Apokalypse. Vielleicht wäre ich so ein Touch Lost Place Feeling. Dass man vielleicht hier und da nochmal ein paar Sachen mit reinbringt. So vom Design her, dass das alles mehr so verwuchert. Ja, dass ja ein bisschen Lost Place ausschaut. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Das könnte vielleicht auch noch passen. Ja, aber wie gesagt, ansonsten. Das Spiel ist einfach ist und bleibt einfach eines meiner Faves. Deshalb hoffe ich wirklich sehr, dass das Spiel weitere Fortschritte macht. Ich habe ja sie Infected gespielt, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn sich diese Entwickler alle zusammen tun würden. Survival, sie Infected, ich sogar Sons of the Forest, die sich alles zusammentun würden, dann könnten die so ein großartiges Game machen. Die ganzen Ideen, die die verschiedenen Leute haben. Also, sie Infected ist auch sehr, sehr cool. Stellenweise könnt ihr da ein bisschen was mehr losen auf der Karte. Vielleicht noch irgendwie ein paar Secrets, die man entdecken kann. Aber das ist ja auch das ja noch in der Early Access.
könnten noch, also die alle zusammen könnten so ein Spiel. Toll. Also ich könnte mal den Rucksack holen. Ich dachte, ich könnte den Rucksack holen, aber Monsieur Bär. Oh, der hat doch keinen Bock. Ich dachte, der folgt mich jetzt. Der verfolgt mich jetzt, aber der scheinbar hat keinen Bock. Okay. Der war auch schon mal ein bisschen aktiver, der Kerl. Faule Sau. Wie süß mit den Ohren. Irgendwie ist er nicht so ganz so bei der Sache, oder? Ich hatte. Doch, jetzt hat er. Jetzt ist er aktiv. Okay. Warte mal, mein Kurs, das hier mitnehmen. Oh, Alter. Alter, erschreck mich nicht so. Plötzlich wird er aktiv, weißt du? Plötzlich. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr noch nicht Sons of the Forest gespielt habt, spielt es mal. Und dann geht, dann lauft einfach mal, wenn ihr da durch den Wald lauft. Das ist fast so, als wenn es der echte Wald wäre. Da braucht ihr einfach nur. Und auch das ist schon cool. Und klar, auf Ultra sieht es noch besser aus, gar keine Frage. Ich kann es nicht auf Ultra spielen, weil sonst ist es jetzt ruckelig. Aber ich kann nur eins sagen: Ich spiele Sons of the Forest auf Mitte und es sieht trotzdem noch absolut schön aus. Wie gesagt, es ist auch so eine Art Grafiktyp. Also man hat sich auch daran gewöhnt an die Art von Grafik. Es muss ja gar nicht so realistisch aussehen. Sieht ja immer noch cool aus. Es sieht ja immer noch cool aus. Es macht ja auch wirklich auch Spaß. Wenn diverse Bugs dann auch mal irgendwann bearbeitet werden. Nein. Oh, Alter, da stimmt, da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. Da war ja was. Ja, ist aber schuld. Wenn ihr mir folgt. Wenn ihr mir folgt, dann ja. So, wo kommt der denn her? Wo kam der denn her? Zur Wand? Ja, Halleluja. Darf ich bitte hier drauf? Darf ich bitte hier drauf? Darf ich bitte hier drauf? Alter, genau sowas meine ich. Sowas meine ich. So Kleinigkeiten. Oh, Junge. Naja, egal. Lag auch mehr an mir gerade, aber trotzdem. Bei einigen Dingen, weißt ihr, wisst gut, was ich meine. Der Stamm muss einfach fest sein, bevor man was Neues reinbringt. Es muss ein gefestigter Stamm sein, ein stabiler, starker Stamm. Und wenn das alles läuft, dann kann man nach und nach die verschiedenen Äste anbringen mit neuem. Da kann man auch neue starke Äste mit anbringen. Aber wenn dann aber alles hinterher da zusammenfällt, sehr ehrlich, das ist ja, man kann damit ein Spiel dann auch zerstören und vielleicht dann alles wieder auf irgendeine besondere Position setzen. Da ist auch die ganze Arbeit umsonst gewesen. Also lieber alles nach und nach machen, weil es gibt wirklich eine Menge Dinge, die noch nicht so laufen. Legen wir uns auch mal mit, der Apple. Muss die Kiste eigentlich direkt mitnehmen, oder? Ja, es ist einfach nur so eine kleiner Rundlauf hier. Ja, sowas da. Also, es gibt so Kleinigkeiten, ne? So Kleinigkeiten, denke ich so. Ist das so? Noch so etwas da? Ja, es gibt so viele Dinge, denke ich so. Das muss, wie gesagt, mal. Nicht irgendwie schnell. Konnte man das nicht irgendwie schnell verschieben? Ah ja. Mit Links Shift, dann kann man es reinschieben. Okay, ist klar. Jetzt kann man stacken. Lass mal immer so. Alles dabei, alles dabei. Sehr schön.
auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch so alles kommt. Also mal so langsam könnte man mal vielleicht mal eine weitere Position des Spiels der Early Access kommen. Oder mal in die Alpha langsam kommen. Man kann ja danach immer noch schauen, dass man Neues reinbringt. Aber man kann das grundlegende Spiel ja schon mal ausbringen. Immer irgendwie Neues. Na, mal sehen, was da so noch kommt. Moin, guten Tag. Ich hätte gerne einen Hotdog, einen Cheeseburger und ja, und hier so etwas, ne? Ja, es ist mehr witzig, okay, aber ja, das sind so Kleinigkeiten, ne? Das sollte eigentlich nicht auf Dauer so ein Spiel sein. Das kann man bearbeiten. Klar, wie gesagt, eine Person oder ein bisschen Hilfe war da mit dabei, glaube ich, aber es ist halt immer ein kleines Einmannprojekt. Mit Hilfe, sagen wir mal so. Wie gesagt, Familie war, glaube ich, letztes Jahr auch krank. Krankenhaus oder so, was ich so gelesen habe. Oh, war das Schild immer schon da? War dieses Schild schon immer da? Aufgefallen. Das mit den Münzen ist aber auch sehr cool. Das finde ich auch sehr cool. Ich finde allerdings, so, man hat ja auch den Kohleautomat hinterher hier. Ich weiß nicht, ob Coca-Cola das so gut findet, dass man deren Design in Spielen verwendet. Ich weiß nicht, ob die das so, ist natürlich Werbung, okay, aber ich weiß nicht, ob man auch hier Snickers, wenn man das Snickers isst. Es ist ja definitiv ein Snickers. Mal hier. Ja, es ist ja definitiv ein Snickers. Ich find's cool, ich mag sowas gerne. Ich mag gerne so Spiele, wo so Originalfirmen drin sind. Gerade auch so mit was beim Euro Truck Simulator, ne? Das ist einfach, macht einfach Spaß, wenn man so Originalwaren hat, mit dem man umherfährt. Oder beim Supermarket Simulator, wenn man dann da eine Mod hat, wo dann richtige namhafte Produkte im Regal sind. Ist schon cool. Aber ob das der Entwickler so gut findet, ich meine, es ist Werbung, klar. Es gibt aber auch, glaube ich, Firmen, die mögen das nicht so gerne, glaube ich. Naja, aber mich stört es nicht. Sehr cool. Ein weiterer Koffer. Irgendwie habe ich auch wieder richtig Bock auf das Spiel. Wenn man mal kurz drin ist im Spiel und so, man hat irgendwie schon Lust auf das Spiel. Wo ich einfach nur was hier reingehen wollte. Update-Info mal lesen wollte mit euch. Also so mehr oder weniger. Mein Englisch ist ja furchtbar. Ich bin ja kein Englischsprecher. Ich drücke immer die falsche Maustaste. Das ist auch schön. Haben wir noch nicht. Ich meine, es hat echt so einen eigenen Flair, finde ich. Es hat so einen eigenen Grafik-Flair, finde ich. So richtig. Es ist schon irgendwie schön. Es hat schon schöne Momente. Vor allem das Gewitter hier im Spiel. Also das beste Gaming-Gewitter. Beste Gaming-Gewitter-Feeling in dem Spiel, selbst sogar in den diversen Filmen, die man so kennt. Das ist schon richtig cool. Wobei die meisten Spiele ziehen ja nach, ne? Auch Gewitter von den anderen Survival-Spielen. Auch bei The Infected, das Gewitter ist sehr cool. Aber das Feeling hier im Spiel, das ist schon sehr cool. Das Gewitter, was es hier gibt. Da ist der Wagen, den ich aufbauen kann.
Batterien, Schraubenzieher, Schraubenzieherdreher, weitere Münzen und da das gerade erwähnte Relikt der Vergangenheit, der Coca-Cola-Automat. Woraus kommt eine Pepsi? Jetzt, ich glaube, das findet Kugel, glaube ich, da nicht. Und beide Firmen nicht so ganz so toll, wenn da plötzlich dann eine, ja, ein anderes Produkt da rauskommt. Aber so, ansonsten, coole Idee auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall so ein Feeling, es ist so ein Relikt der realen Welt. Da denkt man sich so, das ist nicht so weit, ist gar nicht so weit weg von der realen Welt. Das könnte alles so passieren. Und wenn wir dann irgendwo umherstreunern, dann können wir halt auch Kohleautomaten plündern. Wie es mit dem Rechten ausschaut, weiß man jetzt nicht oder so. Auf jeden Fall versorgt mit Essen und Trinken. Kippen. Ja, es ist, sind ja gute Ideen dabei. Sowas hier zum Beispiel ist sehr cool. Ich glaube, ich weiß, was man mit der Zigarette machen kann. Wahrscheinlich kann man damit handeln oder so. So, und wie gesagt, das mit dem Loot. Die Loot-Verteilung muss einfach ein bisschen besser sein. Ist ja hier und da. Es gibt echt sehr viele Orte, da gibt es halt keinen Loot. Muss mehr Loot geben. Und es sollte ein bisschen mehr Munition geben oder es sollte Möglichkeit geben, Munition besser herstellen zu können. Weil wenn es die ganzen Gegner, wenn die einmal alle im Spiel sind, die schlucken so viel Munition. Oder es muss dann irgendwie so, das Balance-System muss so schaffen sein, dass die vielleicht nicht zu viele Kugeln fressen. Dass sie vielleicht dann schon ihr Gegner mehr fressen. Man dann auch irgendwann auch fair dann umfallen. Dass man nicht so unendlich in die Reihen pfeffert. Ich weiß noch, der frühere Berserker, alles Elixirs, alles noch frühere Version, aber wie viel hat der schon geschluckt? Wie Energie hat der geschluckt? Das muss das Balance-System ein bisschen besser werden. Wie gesagt, die Variante mit dem Schleichen, mit dem Anschleichen, mit dem Kopfschuss, dass sie sofort umfallen, das muss auch arbeiten werden. Das muss einfach. Das sollte einfach funktionieren, dass man dann hinten mit dem Pfeil in den Kopf, ne, dass sie umfallen, tot sind. Und nicht erst aktiviert mit Pfeil und Kopf auf einen zurennen. Hm, das ist so, denke ich so. Hm. Das wird nebelig, ne? Ich glaube, es wird nebelig. Ne? Auch sehr schön. Waffe haben wir. Wir kriegen gleich eine weitere Waffe, glaube ich. Genau. Eine weitere Waffe. Weitere Munition. Noch eine Waffe. Wir wollen lieber erstmal schauen, ob wir hier Nebel entfliehen. Irgendwo ein Haus. Das Haus da vorne. Machen wir mal einen vollen Break. Also einfach mal einen Break jetzt hier. Ich wollte eigentlich gar nicht großartig spielen. Ich wollte einfach nur ein bisschen das Update durchgehen. Könnt ihr mal in eure Kommentare schreiben, was ihr für ein Spiel haltet, was ihr für ein Update haltet, ob ihr mir recht gebt oder nicht recht gebt, ob ihr Ideen habt, ob ich das Spiel noch mal ein bisschen weiterspielen soll. Ja, gerne mal einen Daumen nach oben lassen. Das sage ich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Folge jetzt dann weiter mit einem anderen Spiel oder mit diesem Spiel oder überhaupt. Da sage ich jetzt bis denn. Ciao. Einmal ins Haus hinein, sichere Haus, was man sich als Basis markieren kann. So, schnell rein hier. Und dann warten wir, bis der Nebel weg ist. Na, wo laufen sie denn? Ja gut, also, war's gut. Das war wie gesagt ein kleines Video zum gestern erschienenen Progress-Update. Das war einfach nur ein paar kleine Schritte in die Welt von Mr. Weibel nach dem Start. Ja, ein bisschen kritische Punkte, aber auch ein paar lobende Punkte, alles mit zusammengemischt. Ich hoffe sehr, dass das Spiel weiterhin erfolgreich, positiv entwickelt wird. Es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Es braucht vielleicht noch ein bisschen
bin da eigentlich ganz offen, dass es auch funktioniert, aber es sollte auf jeden Fall den Stamm stärken. Der Stamm muss auf jeden Fall gestärkt werden. Und dann kann man nach und nach das Neue bringen. Ich bin gespannt und hoffe, dass es dann auch so passiert. Sag ich dann, ciao, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis nächstes Mal. Dann geht's mit einem weiteren Video auf meinem Kanal weiter. Bis dann, ciao, tschüss.